Was haben wir denn hier für ein Auto eigentlich? Golf 3. 1,6er. Ja, willkommen im neuen Video der BMW Schmiede. Neues Intro, was ist denn los? Nein, Ronny ist mit seinem Ferrari wieder hier. Und wann hatten wir das erste Mal, das Problem? Schon ein halbes Jahr her, ne? Mhm. Wo der so lange gestanden hat, wo wir Kupplung gemacht haben. Und ja, da war auf einmal alles so am Leuchten, also sämtliche ABS und was ist hier dieses Auto, dieses Driftauto, was in meinem Cockpit kommt. Ja. Ne? Also für Driftmodus quasi. Ja, und das blinkt jetzt alles wieder und wir lesen ihn jetzt mal aus. Und dann wollen wir mal gucken, was er uns sagt. Ich habe schon eine Ahnung, also es wird wahrscheinlich wieder ein ABS-Sensor sein, aber das schauen wir mal jetzt. Erstmal gucken, wie da hier deine Batterie ist. Scheiße, ne? Mhm. Ja, noch nimmt die Zündung immer so schnell aus. Asche, gut reinstecken. Ja, dann passiert gar nichts mehr gleich bei seinem Auto. So. So, komm schon. Ach, ich weiß, warum der nicht ausfließt. War das diese Pfeiltasten, diese Kreiseltasten? Mhm. Na, guck mal, geht dann direkt alles aus bei dir. Ist das gut so? Deine Batterie ist voll. Oh, nee. Ja. Das ist wieder immer so Probleme, die nicht funktioniert. Ladegerät können wir auch nicht anschließen, weil Kabel zu kurz sind. Dose. So, jetzt probieren wir das nochmal, ob Zündung länger anbleibt als 30 Sekunden. Und die? War das die untere Taste mit dem Kreisel? Ja. Okay. Lange drücken. So, jetzt sind wir im Service-Mode. So, jetzt findet er auch Steuergeräte hoffentlich. Das ist immer mit dem Acker, ob du das Acker Motion hast oder das Aeron Display, kannst du ja die OBD-Dose und das wieder aus. Wie sollen wir dein Auto auslesen, wenn so ist? Sag mal. Guck mal, das ist doch nicht normal. Ich weiß nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. So. Ja, guck mal, jetzt geht's doch auch. So, Rad hinten rechts, Umdrehungsrichtung sporadisch. ABS-Sensor. So. Dann hatten wir nicht noch einen irgendwo hier liegen? Wir haben das letzte Mal falsch bestellt, haben wir von vorne nach hinten bestellt. Da liegt der, genau. Ist alles hoffentlich lagermäßig da. Ist aber auch nur ein Zufall. Als wir nämlich letztes Mal vorne kaputt hatten, haben wir nämlich aus Versehen zuerst hinten bestellt. Und Ronny sagte, kannst du ja zurückschicken. Und ich habe mir gedacht, nee, bei Ronnys Auto können wir in die Ecke legen, weil kommt bestimmt auch noch. Ja, okay. Guck mal, die Zündung ist wieder aus. Das ist doch scheiße. Dann lass uns mal den Sensor ausbauen und gucken, ob da entweder vielleicht was drauf ist. Der Ring vorne, du hast ja diesen ABS-Ring, der öfters mal Probleme macht bei den E2 oder bei den E80 Modellen. Den gucken wir uns auch an. Ja, und dann gucken wir mal, ob das alles so passt, würde ich sagen. Gut, alle Dinge sind dran. Ja, jetzt müssen wir hier Rathaus lösen, weil da sitzt der Stecker drin. Und dann den ABS-Sensor noch hier lösen. Wieso laber ich denn eigentlich wieder für dieses Video? Ich verstehe das überhaupt nicht, ehrlich. Du machst dir das immer leicht, Menschenskinder. Ja, so. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, wir machen den erstmal raus, ne? Ja, mach mal raus. Boah, die ging aber schon mal leicht los. Ja, warum sollte er denn schwer losgehen? Bei VW reißt du den direkt ab. Ja, ist ja nicht VW. Hast du ein neues Fahrwerk drin? Mhm. Sieht so aus.
Ja, Ben, was hast du? Was denn? Ja, cool. Was ist denn, wenn der jetzt nicht heile bleibt? Ist das schlimm? Wer? Der Alte. Nee, ist ja sowieso Zeug der Scheiße an. Ich weiß nämlich gar nicht, wie wir den jetzt hier rauskriegen sollen. Drehen kannst du nicht ein bisschen. Ich weiß. Zahn mal zu. Was ist denn Zahn? Was hat? Die richtige Länge, ne? Ja, ich hab mir den schon wieder hingetan. Ach, wieso zieht das eigentlich hier so? Ich weiß nicht. Gib's doch. Bei Roller. Ja, wie gesagt, wir machen das jetzt einmal probehalber, ob wir den Fehler löschen können. Weil wir konnten den Fehler ja noch nicht mal löschen, ne? Den nur reinstecken oder willst du? Ja, ne, ich stecke den jetzt nur rein. Brauchst du ja nicht festschrauben. Ne? Wenn der an der Position sitzt, sitzt der in der Position. Was ich halt komisch fand, ist, dass der vorher immer... dass du den noch nicht mal löschen kannst. Weil normal kannst du ihn löschen, sobald das Rad sich bewegt. Weißt du? Ach, jetzt haben wir wieder keine Zündung, ne? Hier, du kannst mal eben nochmal über den Fehler, dass die Leute auch noch, das habe ich mich gerade überlegt. Kann man das sehen wieder nicht, ne? Hin und her. Ja. So, wenn man nochmal den Fehler sieht. Rad hinten rechts. So. Alle Fehler sind blau, da kannst du gar keine verzögern. Ja, dann müssen wir da einstellen. Beziehungsweise auch neue Teile weg. Ich brauch den Laptop. Ja, aber wir haben ja jetzt schon, der Fehler ist jetzt schon weg und also wird das auch funktionieren. So. Jetzt machen wir nochmal einen neuen Verbindungsaufbau. Kommunikationsfehler. Komm, mach. Ach so, ist ja wieder Acker Motion Error Fehler. Ja, wie langsam der vom Gas geht, ne? Wann macht der das? Wann macht der direkt runter? So, Fehler löschen. Kannst du mal... Kannst du mal was? Kannst du mal drehen, das Rad hinten? Ja, wenn du das drehst, dreht das andere ja nicht mit, ne? Du weißt nicht, was gegengesetzt läuft jetzt. Ne, dreh mal drüben. Warte mal. Lass mal, tu mal Hand weg. Dreht, ne? Dreht, ja. Okay. Ja, Fehler. Fehler erstmal behoben. Erstmal behoben, nein. Warum wir dieses Video eigentlich gemacht haben, ist eigentlich der Grund, um euch ein bisschen eine Hilfestellung zu geben, wenn ihr diesen Fehler habt, dass
ihr, also alle gelben Lampen, was Traktion, also diese Traktionslämpchen geht an. Aber wenn ihr da halt so eine Kirmes habt im Prinzip, dass ihr euch schon denken könnt, dass es die ABS-Sensoren sind. Also wenn ihr anfängt hier mit dem Bildschirm Traktionskontrolle ABS gestört und solche Sachen. Wichtig dabei ist, es ist so, also da war es jetzt zum Glück nicht so, ihr habt gerade bei der Hinterachse habt ihr diesen ABS-Sensor-Ring, wo der Sensor drauf misst, wenn das Rad sich dreht. Und diese Ringe gammeln ganz gerne bei den E80-Modellen weg, also dann können die das deswegen auch nicht mehr. Bei Ronny war es jetzt zum Glück nicht der Fall. Einfach für euch als Hilfestellung, dass ihr das demnächst leichter habt, wenn ihr solche Fehler sucht. Uns war das schon bewusst, also als Ronny schon kam und mich angerufen hat und hat mir gesagt, pass mal auf Chris, der macht wieder alles an, da wusste ich schon, okay, ist der nächste Sensor hops. Warum jetzt bei Ronny natürlich die Sensoren alle so nacheinander kommen, keine Ahnung, die sind ja auch optisch nicht kaputt, das ist ja das Komische, ne? Also, naja. Wenn ihr eine Frage habt, fragt uns natürlich gerne oder schreibt was in die Kommentare, ob ihr den Fehler selber schon mal hattet oder auch so vermehrt, dass ihr vorne gewechselt habt und dann kommt hinten und so, ob das bei euch auch vielleicht so war und ansonsten, ja. Also bei ABS denn so wie Birnchen wechseln, wenn du einen machst, mach besser alle. Ja, wahrscheinlich, ja, aber okay, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video, ciao.